Hallo allerseits, Clara und Alberto von Decoy Vienna hier. Wir präsentieren euch die heutige Online-Class. Und zwar haben wir heute 10 Runden, die wir so schnell wie möglich absolvieren wollen, mit einem kleinen Twist. Zum Twist kommen wir nachher. Aber was wir machen, ist 10 Runden von 5 sogenannten Climbing Planks. Ihr geht aus dem Liegestütz in den Unterarm Plank und wieder rauf in den Liegestütz. Jedes Mal runter rauf ist eine Wiederholung. Dann haben wir 10 Sit-Ups. Dabei haben wir die Fußflächen zusammen, die Knie fallen nach außen. Mit Armeinsatz setzen wir uns 10-mal flott auf. Und dann haben wir 15 Kniebeugen ohne Gewicht, ganz runter, ganz rauf. Der Twist ist, dass ihr zu Beginn jeder Minute, also auch schon beim 3-2-1-Go, mit 5 Burpees startet. Und erst wenn ihr diese 5 Burpees absolviert habt, dürft ihr das Workout starten, beziehungsweise werdet ihr zu jeder vollen Minute von 5 Burpees unterbrochen und macht dann dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Dafür haben wir maximal 15 Minuten Zeit, um diese 10 Runden zu sammeln. Wir wollen uns dafür gut aufwärmen. Im Warm-up haben wir jetzt gleich 3 Runden von 3 Übungen, die wir für je 30 Sekunden ausführen. Das erste ist schon mal die Kniebeuge in einem entspannten Warm-up-Tempo, wo wir ein bisschen in die Gelenke reinspüren. Dann das zweite wird sein No-Push-Up-Burpee, wo die Arme gestreckt bleiben. Und wir üben vor allem das Zurückspringen, wieder Vorspringen. Und das dritte wird ein Hold sein, in der ersten Runde der Liegestütz, also einfach nur die Startposition halten. Die Übungen werden wir in der dritten Runde immer anpassen, aber das sage ich euch noch wie. Wir haben auch immer 10 Sekunden Pause zwischen den Übungen, wo wir uns auf die nächste Übung konzentrieren können. Gut. Genug geplaudert, auf die Füße mit euch. In 10 Sekunden geht es auch schon los. Wir starten mit ganz normalen Kniebeugen. Wir finden mal einen schönen schulterbreiten Stand. Wir denken an lange Wirbelsäule. Und los geht's. Jeder macht in seinem Tempo Kniebeugen. Achtet darauf, dass ihr das Gewicht schon am ganzen Fuß spürt während der ganzen Bewegung. Die Knie schieben von Anfang an schön nach außen. Und die Wirbelsäule bleibt schon lang. Da hilft es oft, die Arme vor den Körper zu nehmen. Ein bisschen als Gegengewicht. Es ist voll okay, wenn sich die in der ersten Runde noch ein bisschen steif anfühlen. Ihr werdet merken, die werden von Mal zu Mal etwas lockerer. Und kurze Pause, 10 Sekunden Pause. Die nächste Übung wird sein dieser No-Push-Up-Burpee. Da sind wir streng mit den Armen. Die sollen ganz gestreckt bleiben. Wir hopsen über die Füße zurück und wieder vor. Und los geht's. Arme bleiben gestreckt, einmal zurückspringen. Ihr könnt noch immer gerne kurz im Liegestütz bleiben für einen Augenblick. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Dazwischen wieder ganz aufrichten, flott am ganzen Fuß landen und auch hier wieder jeder in seinem Tempo. Noch 10 Sekunden, dann gibt es wieder eine kleine Verschnaufpause. Und geschafft, super. In der nächsten Runde haben wir die Liegestützausgangsstellung, das heißt, die Arme bleiben gestreckt und wir halten ganz einfach die Position. Los geht's. Worauf wir hier achten wollen, ist, dass wir den Hintern aktiv und fest anspannen. Schaut, ob ihr hier Zugriff auf eure Pobacken habt. Fest die Beine anspannen, den Boden leicht wegschieben von euch. Ihr merkt schon, das Ganze soll eine aktive Position sein, auch wenn wir es nur statisch halten. Noch 5 Sekunden, atmen dabei, Luft rein und raus. Und geschafft. Wieder auf die Füße. Wir haben so noch 2 weitere Runden, immer mit kurzen 10 Sekunden Pause zwischen den Übungen. Wir kommen wieder zu den Kniebeugen. Und los geht's, Runde 2 Kniebeugen. Vielleicht merkt ihr hier schon in der zweiten Runde, dass sich die ein bisschen lockerer anfühlen. Achtet weiterhin auf die Performance-Punkte, Gewicht am ganzen Fuß, lange Wirbelsäule, Knie von Anfang an nach vorne und außen schieben. Und wir gehen nur so weit runter, wie wir können, mit guter Spannung im Rücken. Und geschafft, wieder kurze Verschnaufpause, keine Wiederholung zu viel machen. Als zweites haben wir wieder unsere No-Push-Up-Burpees. Ihr könnt euch hier ein bisschen mit dem Tempo spielen. Wenn sich die gut anfühlen, darf das Tempo ein bisschen flotter sein. Ansonsten könnt ihr wie immer auch gerne hinten im Stütz für einen Augenblick verweilen. Auch das ist kein Fehler.
soll sich wie ein Warm-up anfühlen, noch nicht wie das Workout. Übt hier weiterhin schnell die Füße nach vorne zu ziehen und schön auf der ganzen Fußfläche zu landen. Auch hier gut atmen dabei. Sehr schön. Schafft 10 Sekunden Pause. Als nächstes kommen wir aus dem Liegestütz in einen Plank Hold. Das heißt, jetzt wollen wir 30 Sekunden im Unterarmstütz verbringen. Und los geht's. Wir variieren hier diese dritte Übung immer ein bisschen. So wie vorhin wollt ihr aber auch hier gut den Hintern anspannen können, das Becken aufrichten, den Bauch fest anspannen, mit den Unterarmen den Boden wegschieben, merkt, wie die Schulterblätter leicht auseinanderschieben, die Beine fest anspannen und trotz der ganzen Spannung dennoch atmen. Und geschafft, super. Eine dritte und letzte Runde haben wir noch. Wieder auf die Füße, wir haben noch ein letztes Mal Kniebeugen. Spielt euch auch hier gerne ein bisschen mit dem Tempo. Je nachdem, wie locker oder nicht locker sich die anfühlen, gerne ein bisschen flotter, ein bisschen langsamer squatten. Ihr könnt auch gerne unten kurz abhängen in der Hocke. Gut in die Sprunggelenke, in die Knie, in die Hüften spüren. Weiterhin Länge in der Wirbelsäule beibehalten. Weiterhin das Gewicht schon am ganzen Fuß spüren, 100% der Zeit. Und geschafft. Noch ein letztes Mal unsere No-Push-Up-Burpees. Die Arme bleiben schön gestreckt. Und los geht's. Wir haben gute Spannung, wenn wir zurückspringen in den Stütz. Wir achten darauf, dass wir nicht durchhängen. Das wollen wir vermeiden. Warm-up-Tempo. Fast geschafft, da geht noch einer. Sehr stark. Und kurze Verschnaufpause. Als letztes kommen wir jetzt schon zum Climbing Plank. Das heißt, wir gehen jetzt vom Stütz mit gestreckten Armen in den Stütz auf dem Unterarm und wieder zurück. Climbing Plank, so wie wir sie nachher auch im Workout machen. Wechselt hier immer den Arm, der die Bewegung einleitet. Das ist das erste, es geht rechts runter, dann links, rechts rauf, links rauf und dann umgekehrt, links runter, dann rechts, links rauf, rechts rauf. Sodass wir nicht immer über dieselbe Seite hoch und runter gehen. Gut den Hintern angespannt lassen dabei, die Bewegung kommt nur aus den Schultern und Armen zustande. Und geschafft. Super. Nach diesem Warm-up geht es ein bisschen lockerer weiter mit einem Mobility-Teil, wo wir ein bisschen einzelne Gelenke und Muskeln auflockern wollen. Das erste, was wir machen, ist der Wrist-Stretch, wo wir im Vierfüßlerstand die Fingerspitzen zu uns drehen, die Handfläche fest auf den Boden drücken und wir verbringen hier 30 Sekunden. Los geht's. Ich sage euch, wann wir aus der Position rausgehen. Aber achtet jetzt darauf, dass die ganze Handfläche am Boden bleibt und ihr könnt euch von da gerne hin und her bewegen. Ihr könnt nach links und rechts wackeln oder vor und zurück. Ihr könnt kreisende Bewegungen über dem Handgelenk machen. Alles, was sich für euch gut anfühlt, mit dem Fokus darauf, die Unterarme und auch das Handgelenk selbst zu spüren. Das waren unsere 30 Sekunden. Dann die Finger langsam wieder nach vorne bringen. Als nächstes geht's in die Pigeon Pose, die Taube. Ein Fuß steigt zurück, der andere Fuß zieht nach vorne und wir verbringen auch hier 30 Sekunden in der Position. Das Ziel dabei ist es, einen guten Zug außen in der Hüfte von dem vorderen angewinkelten Bein zu spüren. Und ihr könnt auch hier euch aktiv hin und her bewegen, das Becken in die Richtung schieben, wo wir den Stretch spüren wollen, mit dem Oberkörper nach vorne neigen, tiefer in den Stretch oder eher oben bleiben. Was sich für euch gut anfühlt, solange ihr einen guten Zug außen in der Hüfte spürt. Atmet dabei, achtet darauf, dass ihr nicht zu verkrampft seid. Das hintere Bein schön lang lassen. Und wir wechseln das Bein. Langsam rauskommen, den anderen Fuß nach vorne bringen, das hintere Bein wieder schön lang nach hinten. Und auch hier nochmal 30 Sekunden in der Position bleiben. Sucht wieder ein bisschen herum, bis ihr
wieder guten Zug außen in der Hüfte gefunden habt und von da dann wieder ein bisschen mit der Position spielen, hin und her bewegen, alles erlaubt. Wir wollen so die Hüften weiter auflockern für unsere Kniebeugen. Atmen, locker werden. Und geschafft und langsam wieder rauskommen. Als letztes haben wir den sogenannten Butterfly Stretch. Diese Butterfly-Position kennen wir schon von den Sit-Ups. Wir wollen dabei die Fußflächen ganz zusammenführen, die Fersen möglichst nah zum Hintern bringen und wir werden hier 30 Sekunden in dieser Position verbringen. Auch hier könnt ihr das Ganze aktiv gestalten. Ihr könnt zum Beispiel mit den Ellbogen die Knie leicht nach außen und unten drücken. Ihr könnt auch versuchen, mit dem Oberkörper mehr nach vorne zu neigen. Und ihr solltet das so ganz gut auch in der Hüftregion spüren. Die Position wird bei jedem ein bisschen anders aussehen, was voll okay ist. Geht so tief in den Stretch, wie es eure Hüften, euer Körper zulässt. Findet auch hier guten Zug. Aber schaut, dass ihr locker bleiben könnt, dass ihr atmen könnt in der Position. Das ist ganz wichtig. Noch 10 Sekunden verweilen. Und dieselbe Position werden wir auch nachher bei unseren Sit-Ups zum Einsatz bringen. Und geschafft und langsam wieder lösen. Top. Gut. Als nächstes wollen wir uns weiter auf die Workout-Übungen vorbereiten. Wir starten auch gleich mit den Sit-Ups. Ihr könnt hierfür gerne eine App mitverwenden, einen Polster beim unteren Rücken oder auch ein zusammengerolltes Handtuch oder anderes Kleidungsstück. Und wir starten erstmal mit Slow oder Strict Sit-Ups, wenn ihr so wollt. Wir legen uns hin, Schulterbüro in den Boden, wir setzen uns wieder auf, ohne Schwung der Arme. Das heißt, die Arme bleiben immer schön vorne. Und wir sammeln so 10 Wiederholungen. Los geht's, probiert es aus. Wir bleiben in dieser Butterfly-Position, Fußflächen zusammen, Knie fallen nach außen. Und nur über die Wirbelsäule wollen wir uns ganz hinlegen, Schulter zum Boden und wieder schön aufrollen. Merkt ihr, da die Bauchmuskeln arbeiten müssen, um die Wirbelsäule in diese gebeugte Position zu bringen. Arme vorne lassen, da wollen wir streng sein. Nachher werden wir die Arme fest nach vorne werfen. Jetzt wollen wir mal nur aus der Körpermitte arbeiten. 10 ist hier die magische Zahl in unserer weiterführenden Warm-up-Runde. Dann die zweite Übung ist nochmal für die Hüfte, diesmal aber eher als Aktivierung, wenn ihr so wollt. Wir haben den sogenannten Side Plank Clamshell, wo wir am Unterarm uns aufstützen und dann sowohl die Hüfte als auch das obere Knie so weit wie möglich hoch zur Decke schieben. Probiert es aus, wir machen so 10 Wiederholungen pro Seite. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, findet ein flüssiges Tempo und so weit ihr könnt, Hüfte und Knie hoch zur Decke schieben. Ihr solltet auch hier gut die Muskeln hier außen vom Gesäß spüren und auch die seitliche Bauchmuskulatur. Versucht bei jeder Wiederholung das Knie ein Stückchen weiter raufzunehmen und auch die Hüfte ein bisschen weiter raufzubringen. Schiebt auch fest den Unterarm und das untere Knie in den Boden, um so noch ein Stückchen weiter raufzukommen. Wenn ihr so 10 pro Seite habt, machen wir noch eine zweite Runde von diesen beiden Bewegungen. Wir wollen gut die Körpermitte und die Hüften aufwärmen und wir kommen nochmal zu diesen langsamen oder strikten Sit-Ups, wo die Arme schön vorne bleiben und wir uns nur aus der Wirbelsäule aufsetzen und wieder hinlegen. Spürt, wie ihr Wirbel für Wirbel zum Boden kommt. Erst der untere Rücken, dann der mittlere Rücken, dann der obere Rücken, dann die Schultern und wie ihr auch Wirbel für Wirbel wieder wegkommt vom Boden. Ähnlich wie ein Pflaster, das abgezogen wird. Wenn ihr so 10 habt, geht es noch ein letztes Mal zu unseren Side Plank Clamshells. Auch hier nochmal 10 Wiederholungen, so weit wie möglich Hüfte und Knie hochschieben. Der Hintern sollte brennen nach den 10 Wiederholungen. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Schiebt euch über den Unterarm und über das Knie, das am Boden bleibt, noch weiter rauf in die Position.
Und wenn ihr so 10 Wiederholungen habt, sind wir auch schon durch mit unseren Warm-up-Runden. Und wir kommen als nächstes auch schon zu unserer Mini-Runde, wo wir uns die Übungen ganz genau anschauen, die wir nachher im Workout haben. Heute alles Bodyweight-Übungen. Und die erste davon ist der Burpee. Kennen, denke ich, die meisten. Aber was wir sehen wollen, ist, dass wir uns jetzt ganz hinlegen. Brust und Oberschenkel berühren den Boden. Wir landen wieder schön am ganzen Fuß und haben einen kleinen Hopser. Top. Jeder 3 Burpees in dieser kleinen Mini-Runde. 3-mal auf den Boden, wieder auf die Füße und ein kleiner Hopser, bei dem wir uns möglichst lang machen. Top. Damit startet auch nachher unser Workout. Als nächstes haben wir den Climbing Plank. Hatten wir jetzt schon im Warm-up in der letzten Runde. Wir machen dennoch nochmal 3 Wiederholungen. Wir wollen 3-mal in den Unterarmstütz und wieder rauf in den Stütz mit gestreckten Armen. Runter rauf ist immer eine Wiederholung. Davon haben wir nachher dann 5 im Workout. Dann geht es weiter mit Sit-Ups. Achtung jetzt mit Armeinsatz. Das heißt, wir werfen jetzt aktiv die Arme nach vorne, um uns möglichst schnell aufzusetzen. Davon wollen wir 6 Wiederholungen haben in der Mini-Runde. Los geht's. Merkt den deutlichen Unterschied, wenn ihr die Arme zu Hilfe nehmt. Und achtet auch darauf, dass ihr euch immer ganz aufsetzt und eure Zehenspitzen oder den Boden vor euch berührt. Und die letzte Übung von unserem Workout, die Air Squat, hatten wir auch schon im Warm-up. Jetzt wollen wir das Tempo etwas anheben und schauen, ob wir da 9-mal in der Mini-Runde flüssig runter und rauf kommen. Auch hier wird wichtig sein, ganz aufstehen, ganz aufrichten. Das erreicht ihr vor allem, indem ihr den Hintern leicht anspannt. Dann sind wir immer in einer schönen Streckung. Top. Das sind unsere Workout-Bewegungen, Bodyweight only. Als nächstes gibt es eine kurze Verschnaufpause von 2 Minuten für alle. Und in der Zeit gehe ich nochmal kurz das Workout mit euch durch und auch ein paar Optionen fürs Workout. Daher gut aufpassen. Und zwar, genau, 2 Minuten auf der Uhr, Pieps. Nützt die Zeit auch gerne für eine kleine Trinkpause oder Pinkelpause. Richtet euch eine Matte her für die Climbing Planks, für die Sit-Ups. Schnappt euch, was ihr braucht. Was uns dann erwartet, ist eine Uhr, die maximal 15 Minuten raufzählen wird. 15 Minuten ist unser Time Cap. Danach ziehen wir quasi die Notbremse. Und in der Zeit wollen wir so schnell wie möglich 10 Runden sammeln von 5 Climbing Planks. Wir gehen 5-mal hoch und tief. Dann 10 Sit-Ups, wo wir uns mit Armeinsatz fest aufsetzen. Und dann 15 Air Squats, wo wir immer ganz runter, ganz rauf gehen. Zu Beginn jeder Minute, das heißt auch schon zu Beginn der ersten Minute, bei 3, 2, 1, go, haben wir 5 Burpees, die uns unterbrechen. Erst wenn ihr die 5 Burpees gesammelt habt, dürft ihr dort weitermachen, wo ihr in den 10 Runden aufgehört habt. Okay? Das heißt, ihr müsst die Runde dann nicht von neuem anfangen, sondern ihr macht einfach in der Runde, bei der Übung, wo ihr gerade wart, bei der Wiederholung, wo ihr gerade wart, weiter. Und so schauen wir, ob sich das Ganze in 15 Minuten ausgeht. Wichtig dabei wird sein, dass ihr Übungsvarianten wählt, wo ihr doch möglichst gut durcharbeiten könnt, was, denke ich, bei den Bodyweight-Übungen ganz gut hinhauen wird. Aber rein theoretisch, wenn ihr merkt, 5 Burpees zum Beispiel kosten sehr viel Zeit, ich sage mal länger als 20 Sekunden, dann könnt ihr euch überlegen, die Burpees entweder leicht zu reduzieren auf 4 oder 3 Burpees oder theoretisch auch einen No-Push-Up-Burpee, also ohne Hinlegen draus zu machen. Ja, diese 5 Burpees sollen immer nur eine kurze Unterbrechung sein. Ihr macht schnell 5 Burpees und macht dann dort wieder weiter, wo ihr aufgehört habt. Und so schauen wir, wie lange wir für diese 10 Runden brauchen werden. Das heißt, jeder von euch wird hier unterschiedlich schnell oder langsam fertig werden. Okay? Wir lassen die Uhr jetzt gleich nochmal ablaufen und ich stelle unsere 15 Minuten ein. Die werden, wie gesagt, rauflaufen. 15 Minuten. Wenn ihr fertig seid mit 10 Runden und ihr habt eure letzte Kniebeuge gemacht, dann Blick auf die Uhr, das ist eure Zeit. Und dann gerne noch die anderen virtuell etwas anfeuern. Clara wird mit euch mitturnen. Ich werde euch immer zur vollen Minute wissen lassen, dass es wieder Zeit ist für Burpees. Daran denken. Ansonsten heißt es jetzt auf die Füße mit euch. Wir starten in Kürze unser Workout und das Workout startet bereits mit den 5 Burpees. Nicht vergessen. Okay, auf Position. In 10 Sekunden geht's los. Wir starten mit 5 Burpees und dann fangen wir unsere 10 Runden an. In 4, 3, 2, 1 und los geht's. Wir sammeln 5 Burpees, Brust und Oberschenkel zum Boden. Schnell auf die Füße.
Dann ein Hopser, bei dem wir uns möglichst lang machen. Sobald ihr 5 Burpees habt, fangt ihr eure erste Runde an. Wir haben 5 Climbing Planks. Wir denken an runter, runter, rauf, rauf. Das ist eine Rep. Nach 5 Climbing Planks folgen 10 Sit-Ups. Gerne gut die Arme nach vorne werfen und auch immer schön ganz aufsetzen. Wir wollen, dass die Schulter leicht vor die Hüfte kommt. Das heißt, berührt am besten die Zehenspitzen oder den Boden vor euch. Dann folgen 15 Air Squats. Auch hier ganz runter, ganz rauf. Und in 5 Sekunden gibt es auch schon wieder Burpees. In 3, 2, 1 und Burpees. Und gewöhnt euch an diese 5 Burpees. Die werden uns immer zur vollen Minute kurz unterbrechen. Und nach den 5 Burpees macht ihr immer genau dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Clara war gerade inmitten ihrer Kniebeugen und genau dort macht sie auch weiter. Wenn ihr 15 Squats habt, habt ihr die erste Runde geschafft und ihr startet direkt in die zweite Runde. Fünf Climbing Planks, 10 Sit-Ups, 15 Air Squats. Haltet das Tempo oben. Wir suchen flotte Wiederholungen. Und 4, 3, 2, 1 und Burpees. Es geht wieder weiter. Versucht diese Burpees möglichst rasch hinter euch zu bringen. Und behaltet im Hinterkopf, wenn die mal deutlich länger als 20 Sekunden dauern, dann würde ich euch raten, die leicht anzupassen und zum Beispiel nur 3 oder 4 Burpees zu machen oder vielleicht das Hinlegen wegzulassen. Beides gute Optionen. Haltet vor allem bei den Kniebeugen das Tempo oben. Da kann man flott Wiederholungen sammeln. Und wir kommen gleich wieder zu den Burpees in 3, 2, 1 und Burpees. Lasst euch von denen nicht stressen. Es soll nur eine kleine Ablenkung sein von der eigentlichen Arbeit. Und zwar diese 10 Runden. Gut atmen dabei. Macht euch bereit für Burpees in 3, 2, 1 und Burpees. Weiterhin dort weitermachen, wo ihr unterbrochen wurdet von den Burpees. Denkt dran, weiterhin voller Bewegungsradius. Noch 3, 2, 1 und Burpees.
nicht locker lassen. Schaut, dass ihr flüssig von einer Wiederholung zur nächsten wandert. Zehn Sekunden bis zum nächsten Burpees. Drei, zwei, eins. Und Burpees. Flott auf die Füße. Flotte Sit-Ups. Macht euch bereit für Burpees in 3, 2, 1 und Burpees. Bleibt dran. Behaltet einen Überblick über eure Rundenzahl. Noch 3, 2, 1. Und Burpees. Bringt die Dinger hinter euch. Nicht locker lassen. Wir brauchen diese 10 Runden. Noch 10 Sekunden bis zu den nächsten Burpees. 3, 2, 1 und Burpees. Super, Clara, bleibt dran. Weiterhin flotte Kniebeugen, aber nicht verkürzen, die Bewegung, ganz wichtig. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins und Burpees. Bleibt stark, Leute. Wir sind jetzt bei 10 Minuten auf der Uhr. Ihr habt noch maximal 5 Minuten Zeit für diese 10 Runden.
10 Sekunden bis zu den nächsten Burpees. Zwei, eins und Burpees. Super, Clara, zieh's durch. Bleib dran zu Hause. Macht euch bereit für die nächsten Burpees und los geht's. Minute 12, 5 Burpees. Nicht locker lassen. Ihr habt noch 3 Minuten Zeit. Jetzt wollen wir das Tempo oben halten. Wir kämpfen um diese 10 Runden. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und Burpees. Letzten 2 Minuten auf der Uhr. Das sind die vorletzten Burpees, die ihr heute machen werdet. Vorletztes Mal. Bleibt dran, nochmal flotte Wiederholungen, fest die Arme nach vorne werfen, flottes Hoch und Runter bei den Kniebeugen. Zehn Sekunden bis zu den letzten Burpees. Vier, drei, zwei, eins und letztes Mal Burpees. Danach kommen die letzten Sekunden dieses Workouts. Schnapp dich nochmal 5 flotte Burpees und dann kämpf drum, noch so weit wie möglich innerhalb dieser 10 Runden zu kommen. Dreißig Sekunden auf der Uhr. Letzten 20 Sekunden. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins und Time. Knackige 15 Minuten. Das war sicher eine knappe Geschichte. Ärgert euch nicht, falls es sich nicht ausgegangen ist innerhalb der 15 Minuten. Ist Teil dieser Art von Workouts. Wir wollen uns immer wieder mal so eine Art von Challenge stellen, wo wir sagen, hey, das ist die Arbeit, du hast maximal so und so viel Zeit. Geht sich's aus, geht sich's nicht aus? Und manchmal geht sich's nicht aus, manchmal geht sich's aus. So ist das Leben. Ich bin mir sicher, ihr hattet dennoch ein super Workout in diesen 15 Minuten. Man merkt auch, man braucht gar nicht viel Gewicht, um ein knackiges Training hinzulegen. Clara, danke fürs Mitturnen. Hast du super gemacht.
auch ihr zu Hause. Danke, dass ihr euch regelmäßig in diesen Online-Classes pusht. Bleibt dabei, macht weiter so. Lasst uns wissen, wie das heute für euch war und wie weit ihr da gekommen seid. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns wieder bei der nächsten Online-Class. Ciao allerseits.